Kollegen. Oh. Da sind wir schon wieder. Sind wir gleichen. Wir haben wieder keine Ahnung, wenn sie wegen der Kopfgeschichte nochmal fahren. Nein, na ne, Quatsch, Kevin. Gucken Sie mal meinen Off-Bruder. Okay. Den. Wo ist er denn? Wo haben Sie denn hinter Ihnen. Ich hab den 2 geparkt. Ach da. Und dann. Was? Ah, guck mal, da hinten ist Perry, der ist da irgendwie voll in... Oder könnt ihr jetzt ein bisschen scherzen mit dem, was aber das soll und ob er so schnell gefahren ist, wenn er wollt. Moment. Na, ich schau mal an. Also das sieht nicht nach 50 km/h innerorts aus. Ist das der blaue Wagen? Ja, der hier geflippt an der Wand steht. Ich komm ja aber mit irgendeiner Vermutung ankommen. Also war sehr schön geflippt. Meine auf dem linken Auge habe ich das gesehen. Bitte, ich bin Fahranfänger. Bin nicht sehr erfahren. Mir desinkt das Ganze aber richtig wild. Ich würde ja sagen, klarer Fall von Alkohol am Steuer. Alkohol. Dann wollen Sie mal in mein Alkoholgerät pusten oder direkt eine Aussage machen. Sie sind der Polizist, nicht ich. Ich möchte fragen, ob Sie sich dazu äußern, ob Sie was getrunken haben, vielleicht ein bisschen was anderes genommen haben. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ja, wer ist denn Ihr Anwalt? Kennen wir den? Können Sie den mal rufen? Sonst können wir nicht kommunizieren. Der ist vor kurzem verstorben. Mein herzliches Beileid. Ich bin eine Zwickmühle. Dann bringen wir ins Gefängnis, stellen mal 2 Stunden, vielleicht kommt er wieder zurück. Oder wollen Sie doch sprechen? Wie bitte? Wie bitte? Einmal haben Sie angefangen zu stottern. Ja, das ist falsch. Ich habe gesagt, wir können Sie auch 2 Stunden ins Gefängnis stecken und warten, ob Ihr Anwalt wieder zurückkommt. Dann können wir nochmal gucken, ob Sie dann in mit uns kommunizieren wollen, Herr Tobi. 5. Denken Sie jetzt auch, mein Anwalt schiebt auf einmal seinen Grabstein weg und sagt auf einmal wieder, hey, let's party. Herr Tobi, die Zombie-Sache ist heutzutage ganz dick im Kommen, deswegen das nicht ausschließen. Kannst du weitermachen, Mucka? Da sage ich jetzt lieber aus. Okay, das ist echt, jetzt kannst du die Aussage. Was haben Sie denn uns zu sagen? Wie konnte das Fahrzeug so weit von der Straße abkommen und mit so einer Geschwindigkeit gegen diesen Felsen knallen? Mal abgesehen davon, dass das kein legitimer Parkplatz für ein Fahrzeug ist. Sie beschädigen hier Eigentum, das gehört dem Hausbesitzer da vorne dort. Und wenn er nach Hause kommen wird und sieht, dass sein Garten komplett ruiniert ist, wird er sicher nicht erfreut sein. Damit habe ich nichts zu tun, nicht dass ich wüsste. Aber abgesehen davon ist jetzt gerade 6:30, wenn ich die Uhr noch richtig lesen kann. Und ich hatte eine harte Partynacht mit MLB Agent F, wissen Sie? Und da ist schon einiges an Alkohol geflossen. Ja. Wir können jetzt mit dem Taser, machen wir ab und zu einen Alkoholtest, da müssen Sie vorne reinpusten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das immer machen. Perry kann ja testen. Immer sagen, jetzt pusten, weiter und dann stopp. Nein, ich meine, jemand hat mir solche Tabletten in mein Getränk reingeschmuggelt. Tobi Hein, der Sir Perry, ja, der Mr. Perry wird jetzt einen Alkoholtest mit Ihnen durchführen. Pusten Sie doch bitte in dieses Blasgerät, was er Ihnen in den Mund halten wird. Komm Perry, zieh durch. Muss sagen los. Oh, er macht schon. Ja, immer weiter. Weiter. Nicht aufhören. Ja, weiter. Und stopp, danke. Na, Mr. Perry, was sagt das Gerät? Ja, ist vom Fahrzeug, leicht vorsichtig. Erhöht. 1,5 lese ich da. 1,5 Promille. Hören Sie, Tobi Hein. Dann hat Ihr Blasgerät wohl ein Klatsch weg. Nagelbinder raus, wenn du auf der Straße bist. Also dieses Gerät funktioniert funktionsfrei. Sag mal so, funktionsfrei. fehlerlos natürlich. Versteht man nicht. Meinen Sie? Aber geben Sie mir mal bitte Ihr Blasgerät und Sie mich, pusten Sie bitte mal in Ihr eigenes Blasgerät rein. Das ist nicht nötig, Herr Tobi. Vor jedem Einsatz werden die Geräte überprüft und es ist absolut fehlerlos. Waren da noch hier rum? Wir sind die Polizei. Und bei 1,5 Promille
Da dürfen Sie kein Fahrzeug führen. Ja, sagt Ihnen niemand, dass ich das Fahrzeug geführt habe. Er ist aber der einzigste Besitzer, der eingetragen ist. Also nur er darf damit fahren. Sie sind Versicherung. Sie sind der einzigste Besitzer, der einzige Besitzer, der eingetragen ist. Und laut der Versicherung haben wir gerade festgestellt, dass Sie als einziger dieses Fahrzeug führen dürfen. Aber jetzt würde ich noch mal gerne, dass Sie noch mal überprüfen, ob ich der einzige Besitzer dieses Fahrzeuges bin. Ja, mir ist Schlüssel unterschieden. Oh, da fährt einer zu schnell. Herr Tobi, wir haben das gerade gemacht. Wir brauchen kein zweites Mal das zu überprüfen. Ich habe es gerade echt überprüft. Das ist wirklich so. Er ist nur der Einzige. Und was passiert jetzt mit mir? Bei 1,5 Promille. Wie teuer ist so eine Lizenz? 500 oder 1000, glaube ich. Aber du kannst eben die nicht wegnehmen. Das ist das Problem. Okay. Also, wir werden Ihnen ein Ticket von sagen wir 10.000 ausstellen. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig von mir. Das ist sehr großzügig von mir. Sie haben hier nicht nur Eigentum beschädigt, Sie haben hier den Rasen beschädigt. Diese Steine, die sind schon 100.000 Jahre alt. Denn unser Naturschutz. 100.000? Ach, noch. Denn unser Naturschutz. Okay, ja, erzählen Sie weiter. Die stehen natürlich unter Naturschutz. Und Alkohol am Steuer, Sie wissen das, Sie haben das in der Fahrschule gelernt. Eigentlich müssen wir Ihnen die Lizenz abnehmen. Sagen Sie überhaupt, dass ich einen Führerschein habe? Er hat einen Führerschein, ich habe nachgeguckt. Wir haben eben Ihr Portemonnaie natürlich untersucht und da haben wir den Führerschein gesehen. Sollte dieser nicht gefälscht sein, Sie können natürlich jetzt noch zugeben, wenn dieser gefälscht sein sollte. Ich habe den aus Thailand. Aber man nur eine Stunde fahren muss, dann haben wir den Führerschein. So lief das bei mir ab zumindest. Leider ist es so, dass dieser Führerschein auch hier in Deutschland gilt. Ja, Deutschland sind wir hier. Oh, sehr schöne Palmen für Deutschland, okay. Ja, Sie wissen ja, der Klimawandel, Herr Tobi, der geht schneller als man denkt und deswegen sind hier schon direkt Palmen gewachsen. Ah, okay, und hier der sandige Boden und das Meer. Oh, ja. Sie haben vollkommen recht, Kevin. Ja, der Klimawandel, der kam ein bisschen schneller als gedacht und ne, Deutschland ist ja auch gewachsen. Seitdem die Angela Merkel ihren Job super gemacht hat, wächst Deutschland immer weiter. Ah, okay. Deswegen werde ich Ihnen jetzt das Ticket ausstellen in Höhe von 10.000 und ich hoffe wirklich, dass Sie ganz schnell nach Hause gehen und sich in Ihr Bett legen und einfach mal ausnüchtern. Denn sonst müssen wir Sie noch in die Ausnüchterungszelle bringen. Soll ich Ihnen mal bitte was sagen? Ein Haus kann ich mir gar nicht leisten. Ich schlafe in den Zelten am Marktplatz in Kavala. Soll er da schlafen? Der ist gut. Das ist richtig hart. Erledigt. Das ist super. Tobi Hein, natürlich müssen wir auch Ihr Fahrzeug beschlagnahmen. Denn. Geht wieder in der Garage. Das muss als Beweismittel hier mitgenommen werden. Aber bitte gehen Sie vorsichtig mit meinem Auto um, ja? Aber natürlich, das finden Sie demnächst in Ihrer Garage wieder. So, dann mache ich den mal frei. Das ist gut. Und, das war's jetzt? Für $10.000 nur? Okay. Geht da ganz klar. Heute ist ein großzügiger Tag. Deswegen, ich hoffe, Sie lernen daraus. Ich hoffe, Sie wissen überhaupt noch, was heute passiert ist, nachdem Sie wieder fit sind. Und ich wünsche Ihnen noch einen, ja, angenehmen Ausnüchterungsschlaf in Ihrem Zelt. Ja, wegen mir können wir ja alle 4, 5, 6 ganze Polizeipräsidium ja mal zusammen saufen gehen. Wenn Sie wollen. Herr Tobi, das ist uns als Polizisten, wir dürfen natürlich kein Alkohol trinken. Aber jetzt tun Sie mal bitte normal, Sie haben ja natürlich auch ein Privatleben, oder? Da sind Sie Fulltime-Jobber von 24 Stunden. Wir nehmen diesen Job hier sehr ernst, die Straßen sind heute so unsicher wie noch nie, die Rebellen kommen auch immer wieder und wir können uns da einfach keine Freizeit erlauben. Ah, okay. Aber
wenn Sie einmal dabei sind hier als Fulltime-Jobber, können Sie ja mal gerne zum Straßenverkehrsamt anrufen, dass Sie ein paar Straßenbauer rausschicken sollen, weil ich habe hier in der Tiere einige Schlaglöcher gesehen. Das war nicht so gut. Herr Tobi Hein, das ist natürlich alles schon längst getan, doch die haben so viel zu tun, dass die Arbeiten noch etwas andauern werden. Ich danke aber für diese Information. Und Herr Tobi, Sie wirken zurzeit ein leicht etwas desorientiert. Deswegen bitte ich Sie wirklich, so schnell es geht, Ihr Zelt aufzusuchen und sich einmal auszunüchtern. Wenn ich das überhaupt noch finde. Ich hoffe doch, dass Ihr Kollege Mr. Agent F Sie begleiten wird und Ihnen das zeigen wird. Der ist doch genauso besorgt. Guten Tag. Ich kann die Map noch nehmen. NSRPD. Aber ich habe gestern bemerkt, dass Sie Ihre Verkehrshütchen nicht aufgesammelt haben. Das kann nicht sein. Sowas haben wir immer gemacht. Herr Tobi, Sie fantasieren schon. Nein. Ich bitte Sie wirklich, Herr Tobi, ich bitte Sie wirklich höflich, jetzt nochmal Ihr Zelt aufzusuchen, einmal auszunüchtern. Okay, mach ich. Ich zieh mich dann schon mal um zum Schlafen, ja? Okay. Tag. Das geht nicht mehr. Yo Leute, ich hoffe, diese alte Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten DayZ-Folgen und unten die letzte alte Sly-Folge. Haut rein!